Jo, was geht? Zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal diesmal. Wieder BeamNG Drive, aber wir werden den Laster irgendwie versuchen zu stoppen. Das ist jetzt nicht irgendwie sein, wir werden so lange ran, bis dieser Scheißlaster umgibt. Was daher, da das ein Lastwagen ist, eine Ewigkeit dauern kann. Also wir müssen es schaffen, ihn umzukippen, bevor er da hinten irgendwo ankommt, weil er halt die Map auf und dann geht's noch weiter und bis dahin wird er umgekriegt. Okay. Warte, aber ich habe so mal offscreen gezockt, ne? Und da habe ich gefühlt den ganzen Lastwagen gebraucht, um ihn umzuschmeißen. Gut, da das mit dem ersten Versuch super geklappt hat, versuchen wir es mit einem Tanklaster. Ja, für alle, die nicht selbst gefährdet sind, bin ich auch nicht, nicht im Real Life nachmachen, Alter. So ein Tanklaster. Digga, was ist das, Digga? Warum fährt das so langsam? Gib doch mal Gummi, Alter. Ich kann ja eigentlich warten, ich bin nur eine Minute schon bei dem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Guck, was ich bin. Und ich hab's nicht zu rammeln. Herzlichen Glückwunsch. Wir müssen so richtig wegkicken, Alter. Oh, und jetzt von der Seite. Okay. Ihr habt Schaden genommen. Aber der bei dem ist das abgeplatzt. Und wir müssen ihn aufhalten. Jetzt sieht man wirklich mal, was ein LKW so alles aussieht und was die wollen zu tun haben, wenn sie so. Lass doch aufhalten. Hä, das ist doch unfair. Alter. Offline mache ich das. Ich ramme die 20 bis 30 Mal und der kippt um. Und hier? Das ist so bald. Da ramme ich ernst. Wir sind doch lieber von diesem Testgelände weg, Alter. Ich schwöre offline, ja, da war ich. Hunderte von Kilometer weit entfernt. Den konnte noch rollen. Nee. Unfair. Ups. Ups, scheiße, jetzt ist fast vorbei. Jetzt ist fast kaputt. Jetzt ist fast kaputt. Okay, weiter geht's. Gib doch mal Gummi, Alter. Ah, Junge, Junge, Junge. Junge, was ist das für eine Scheiße? Ich weiß nicht, ob er diesen Zähne kennt von Fast and Furious, aber ich glaube beim dritten oder zweiten Teil hing der eine so drunter oder hin. War das genau so, dass er die Räder vor sich hatte? Logisch. Tödlich war der Ding. Hat ihn überrollt. War geil. Echt. Egal. Ich hatte den Rad gekriegt mit der Rollt noch. Ja, okay. Ich werde ihn nicht richtig wieder umgekippt. Das war ein Tank, das war der Tank unter Wandrad. Ich will jetzt mal was mal mit Zeitraffer. Und jetzt volle Kanne rein. Hast du versucht, da drunter zu rollen, aber das geht nicht. Nehmen wir mal mit so einem kleinen Sportwagen. Digga, der hat ein Rad vorne, Alter. Das geht. Tschüss, Alter. Mach das mal in Real Life nach, Alter. So ein Lastfahrt zu stoppen. Er dreht. Okay, wir haben hier ein bisschen. Jetzt geben wir ihm den Rest. Ich wollte dich ein Rad treffen. Nicht. Oh, 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 der kippt. Alter, hier wärst du schon halb tot. Digga. Was ist der Pferd doch? Jetzt demolieren wir sie immer von links. Jetzt vorderrad rein. Ort. Okay, irgendwas schläft. Der kommt sich wieder voran. Ja, wie fast. Der Doktor steht weg. Also rein theoretisch, ja, rein. Keine Ahnung. Physikalisch oder keine Ahnung. Dürfte der nicht mehr viel Benzin haben, weil er seinen Tank beschädigt hat als übelste. Alle Tanke fest.
Also jetzt dreht er nur Kreise, Bruder. Jetzt volle Kacke. Alter, was? Jetzt sag er den Fernhof, was ist das? Ja, den musst du jetzt mal irgendwo umkippen. Scheiße. Alter, was kann man da alles abrucken von dem Scheißlöffel? Ja. Aua. By the way, das sind eine Einfahrt bringt auch nichts. Ja, jetzt fährt der Kreise. Weil. Ja, okay, das war keine hinten reinfahren, aber ihr wisst, was ich meine. Nein, so ein fetter Stoßstange, da dreist ihr alles ab. Aber jetzt volle Kacke in die Seite rein. Nicht in die Seite. Oh mein Gott, das ist kaputt. Ihr müsst euch vorstellen, ja, die Behörden nehmen nur ein Auto und die sind nicht mehr im Spawn. Die haben nur einen Schüssel versucht, den verfickten Lastwagen zu stoppen. Und dann kommt ich, der das auf easy macht. Jetzt halt doch ran, Junge. Das wollte ich mit dem Offlets tun. Das ist auch so ein Mädchen. Digga, der hat doch gehabt. Aua. Mich würde es echt, ich würde es echt feiern, wenn dieser ganze Benzin, dass da wirklich mit Benzin wird, dass er auch mal wirklich explodieren könnte, wenn irgendein Ding schießt oder so. Ja, das, ja. Wir haben es ja versucht. Schnell bleiben! Ja, der Fahrer hat gestoppt. Der hat ihn gestoppt. Der Benzin fährt so richtig. Also gleich. Wir gehen dir Vorsprung, Bruder. Ja, guckt euch ihn an, Alter. Das ist richtig zerfickt, ey. Komm, wir geben ihm noch eine Chance, oder? Ja, komm. Nicht du, den Anhänger. Jetzt ist die Mission. Jetzt müssen wir den LKW stoppen, bevor der da hinten rein dammit. Nimm uns die Kamera nicht und let's go. Das ist auch so eine Art Zeitdruck, oh Gott, das ist ja ziemlich dicht. Alter! Oh, wie gemacht! Scheiße, die ganze Zeit zerfetzt, Alter. Tschüss. LSPD oder so zieht's. Alter, verfickten das dann unnötig, glaube ich. Chief, ihr habt ihn geschafft. Ja, irgendwo. Liegt da. Ja gut, das war's mit dem kurzen Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr nochmal sowas sehen wollt, einfach in die Kommentare schreiben. Liken, teilen, abonnieren, Glocke aktivieren und jetzt dämmen wir zum Schluss aber richtig in den Tank rein. Das muss ja, ne? So mit Tesla-Style. Ja, wenn ihr sonst irgendwas sehen wollt, irgendwas zu crashen oder so, schreibt einfach. Ich mach das. Ich hab eh nicht zu tun. Vor allem Cannibal Slow-Mo und wir fahren schalten. Fall da rein! Was ist das für ein Material? Ey, wie Tesla-Auto zerfickt. Oh. Ja, gut. Das war's jetzt mit dem Video. Oder rein. Easy go,